Hey Leute, Flo hier. Das hier ist kein April-Scherz. Dieser Flacherdler schuldet mir 5000 Euro. Das Geld hat er mir versprochen, wenn ich ihm beweise, dass die Erde weder flach noch bewegungslos ist. Folgendes hat er mir geschrieben. Die Erde ist flach und bewegungslos. Ich gebe dir 5000 Euro, wenn du mir das Gegenteil beweist. NASA ist leider ein Schwindel. Wäre es echt, würde nicht ein Bild manipuliert sein. Du scheinst ja nicht ganz so dumm zu sein. Also mach's wie ich und forsche selbst. Dann kommt, wie ich hoffe, nicht so viel geistiger Müll dabei raus. Liebe Grüße. Ich spreche dich jetzt mal direkt an. Warum führst du die NASA an? Niemand, absolut niemand hat jemals eine Kugelerde mit eigenen Augen gesehen. Weder vom Erdboden noch vom Weltraum. Jeder, absolut jeder, der davon ausgeht, dass die Erde eine Kugel ist, der kann und muss das nur glauben. Und zwar, was die NASA erzählt. Niemand hat es selbst gesehen. Also sind alle Kugelerdler, also alle, die an eine Erdkugel glauben, naive, dumme Gläubige. 0,0 Beweis, wo man es selbst gesehen hat. Alles aus der Schule, alles aus dem Fernsehen, alles von der NASA. Das muss mal jedem klar werden. Die Kugelgestalt der Erde lässt sich auch ohne Weltraumaufnahmen leicht nachweisen und ist dementsprechend auch schon seit tausenden Jahren bekannt. Darüber hinaus gibt es keinen einzigen Beleg dafür, dass die NASA irgendwelche Aufnahmen manipuliert hätte, von denen sie behauptet, dass sie echt wären. Und selbst wenn es so eine Aufnahme gäbe, wäre das natürlich kein Beweis für eine flache Erde. Wenn du mal ein Beispiel für eine echte Manipulation sehen willst, musst du nur mal auf deinen eigenen Kanal schauen. Als angeblichen Flacherdbeweis hast du hier eine Konserve eines US-Flacherdlers hochgeladen, die eine Blue Origin-Aufnahme zeigt. Blue Origin ist das von Jeff Bezos gegründete private US-Raumfahrtunternehmen. Der Beweis besteht nun darin, dass der Horizont ja flach aussehen soll. Nun, du bist da leider auf eine Manipulation reingefallen. Die Originalaufnahme zeigt eine starke Verzeichnung, die dem Weitwinkelobjektiv der GoPro-Kamera geschuldet ist. Das sieht man deutlich am Boden, wo keinerlei Krümmung zu erwarten ist, der Horizont aber trotzdem gebogen erscheint. Man muss die Aufnahme also erstmal entzerren, um vernünftige Aussagen treffen zu können. Bei deiner Aufnahme sehen wir sofort, dass sie nicht richtig entzerrt wurde. Hier am Boden erkennen wir deutlich, dass der Horizont nicht flach erscheint, sondern nach oben gebogen. Auch in größerer Höhe erkennt man deutlich, dass der Horizont nach oben gebogen ist. Auffällig ist, gerade bei der maximalen Höhe erscheint der Horizont besonders flach. Es wurde also gar nicht der Versuch unternommen, die Aufnahme richtig zu entzerren. Anscheinend wurde einfach nur an den Reglern gedreht, bis der Horizont auf der maximalen Höhe möglichst flach aussieht. Eine klare Täuschung. In meinem ersten Video hatte ich bereits einen kleinen Trick gezeigt, mit dem man die Krümmung in solchen Aufnahmen besser sichtbar machen kann. Man muss einfach nur das Bild horizontal stauchen. Dadurch wird eine vorhandene Krümmung betont, aber keine Krümmung erzeugt, die nicht vorhanden ist. Was passiert wohl, wenn man das Gegenteil macht, also die Aufnahme streckt? Genau, dann ist eine eventuell vorhandene Krümmung noch schlechter zu erkennen. Ich vermute, dass hier genau das gemacht wurde. Im Vergleich zur Originalaufnahme wirkt es so, als wurde die Aufnahme horizontal gestreckt. Wir haben es also gleich mit zwei Manipulationen zu tun, die falsche Entzerrung und obendrein noch eine Streckung, um die Krümmung zu kaschieren. Deiner eigenen Logik folgend musst du dir jetzt also die Frage stellen, ob das mit der flachen Erde denn echt ist, wenn Flacherdler nachweislich manipulieren. Walter Bislin hatte sich mal die Mühe gemacht, die Originalaufnahme richtig zu entzerren. Hier sieht man nicht, wie der Horizont mal nach oben und mal nach unten gebogen ist bei vertikalen Kamerabewegungen. Auf seinem Blog hat Walter die Aufnahmen auch mit der theoretischen Erwartung verglichen, berechnet aus der Brennweite der Kamera und der Höhenangabe. Das ist ein Frame aus dem korrekt entzerrten Video. Und das hier ist die Überlagerung mit der theoretischen Erwartung. Wie du siehst, stimmt die Aufnahme gut mit der Erwartung auf einer kugelförmigen Erde überein und widerspricht einer flachen Erde. Da hast du also schon einmal einen Beleg dafür, dass die Erde nicht flach ist. Aber ich ahne schon, was du sagen wirst.
Obwohl du selbst die Aufnahme als angeblichen Flacherdbeweis anführst, wirst du behaupten, dass sie gefälscht wäre und du kannst es ja nicht selbst nachprüfen, richtig? Auf meinem Kanal habe ich bereits zahlreiche Belege für die Kugelgestalt gezeigt, auch solche, die man ganz leicht selbst erbringen kann. In einem Short-Video habe ich zum Beispiel mal ein paar Beobachtungen zur Tag- und Nachtgleiche gezeigt, die auf eine Kugelgestalt schließen lassen. Wenn du etwa einen Nagel senkrecht auf ein Buch klebst und es, wie gezeigt, nach Süden ausrichtest, musst du das Buch gerade um deinen Breitengrad aufklappen, damit der Schatten auf die Ost-West-Linie fällt. Warum das nur auf einer Kugel funktioniert, folgt aus einer einfachen geometrischen Überlegung. Ebenso die Tatsache, dass die Schattenspitze zur Tag- und Nachtgleiche ziemlich genau auf einer Geraden verläuft. Da hast du also noch einmal zwei Belege. Aber es geht auch ohne geometrische Überlegungen. Nichts anderes ist das mit diesen verschissenen, verlogenen Physikbüchern. Sinnlose Formeln. Oh, das kann ich, das kann ich. Wo man dann die Aufgaben lösen konnte. Dann fühlt man sich toll überlegen. Haha, ich kann das, du kannst das nicht. Aber dass das nichts mit der Realität, nichts mit der Wahrheit zu tun hat, ja, das raffen die nicht. Dafür sind die einfach zu primitiv und zu doof. Niemand, absolut niemand hat jemals eine Kugelerde mit eigenen Augen gesehen. Weder vom Erdboden noch vom Weltraum. Wie wäre es denn mit einer direkten Aufnahme der Krümmung, aber ohne dabei ins All fliegen zu müssen? Es reicht schon, wenn du in die USA reist, nach Utah. Dort findest du die Bonneville Salt Flats, eine große Salzwüste. Sie ist so eben, dass sie gerne für Geschwindigkeitsweltrekorde verwendet wird. Auf Google Earth können wir sehen, dass durch das Gebiet eine Straße führt, der Highway 80. Er ist ziemlich gerade und zeigt keinen Höhenunterschied über eine Länge von über 60 Kilometern. Auf einer flachen Erde würden wir also erwarten, dass die Straße ebenfalls ziemlich gerade aussieht, richtig? Schauen wir jetzt mal auf den Kanal von Don't Stop Motion. Den habe ich auch in der Beschreibung verlinkt und ich kann allen nur empfehlen, dort mal ein Abo dazulassen. Er macht wirklich tolle Aufnahmen. Hier sehen wir den eben gezeigten Highway 80 durch die Salzwüste. Sieht ziemlich flach aus, oder? Allerdings ist auch die Erde nicht gerade klein mit ihrem mittleren Radius von 6371 Kilometern. Jetzt wird reingezoomt. Und was sehen wir? Ganz klar eine Krümmung. An dieser Stelle kann also jeder mit einem Teleobjektiv selbst die Erdkrümmung beobachten. Hier hat er den Highway noch von einer anderen Stelle aus aufgenommen. Abermals erkennt man deutlich die Krümmung. Und nein, die Krümmung ist nicht zu stark, wie manche Flacherdler sicherlich behaupten werden. Sie sieht exakt so aus wie auf einer Kugel mit dem Erdradius erwartet. Man muss bedenken, dass es bei so einem Zoom zu einer perspektivischen Kompression kommt. Wie gesagt, der Highway ist über 60 Kilometer lang. Wir sehen hier also eine große Strecke in einem ziemlich kleinen Bild, dank des starken Zooms. So sieht man dann auch deutlich die Krümmung der Erde, trotz ihrer enormen Größe. Schön ist auch diese Aufnahme des Highways bei Nacht. Don't Stop Motion hat aber noch weitere tolle Aufnahmen erstellt, unlängst zum Beispiel erst mit einer Drohne, die über ein Teleobjektiv verfügt. Auch hier erkennt man ganz deutlich die Erdkrümmung und wie von den hinter dem Horizont verschwundenen Objekten immer mehr sichtbar wird, je höher die Drohne steigt. Ich habe dir jetzt also gleich 5 Belege für die Kugelgestalt der Erde geliefert. Einer basiert auf dem von dir selbst verwendeten Material, die anderen kannst du selbst nachprüfen. Dabei wurde nicht eine einzige NASA-Aufnahme verwendet. Ja, was ist das denn? Oh, jetzt wird mir aber unheimlich. Ja, was ist das denn? Ist das jetzt eine Fata Morgana? Aber du willst ja auch noch einen Beleg dafür haben, dass sich die Erde bewegt. Auch dazu hatte ich schon Videos gemacht und mehrere Möglichkeiten gezeigt, wie man die Erdrotation nachweisen kann, etwa über den Oetfersch-Effekt oder ein Foucault'sches Pendel. Für dich will ich aber mal etwas genauer auf einen anderen Nachweis eingehen, der auf mechanischen Gyroskopen basiert. Gyroskope sind eine feine Sache. Dabei wird eine Masse in Rotation versetzt und dank der Drehimpulserhaltung hat sie den Drang, ihre Lage im Raum beizubehalten. Das Prinzip kennst du sicher vom Fahrradfahren. Wenn du ganz langsam fährst, fängt das Fahrrad an zu wackeln. Wenn du aber schneller fährst, ist die Fahrt stabiler. Auch Kreiselspielzeuge basieren auf diesem Prinzip.
Jetzt liegt die Idee nahe, dass man so ein Gyroskop doch nutzen könnte, um die Erdrotation nachzuweisen. Dazu sind aber solche Spielzeuggyroskope nicht geeignet. Die Drift durch die Erdrotation beträgt rund 15 Grad pro Stunde, das ist nicht sonderlich viel. Je nach Art und Ausrichtung des Gyroskops kann die zu erwartende Drift noch geringer sein. Reibung macht so einen Versuch zunichte, man braucht also wirklich hochpräzise Instrumente. Schauen wir mal auf den Kanal von From Jesse, den ich ebenfalls sehr empfehlen kann. Hier hat er ein Video von Stefan P. hochgeladen, der ein präzises mechanisches Gyroskop konstruiert hatte. In mehreren Versuchen konnte er zeigen, dass es eine Drift gibt, die nahe bei der theoretischen Erwartung lag. Die Abweichung betrug weniger als 10%. Die Laserpunkte hier zeigen die Bewegung des Gyroskops an. Bei einer unbewegten Erde sollte sich überhaupt keine Bewegung zeigen. Wenn du jetzt nicht unbedingt die Muße haben solltest, so ein Gyroskop selbst zu bauen, kannst du auch auf fertige Geräte zurückgreifen. Die gibt es zum Beispiel in manchen Instrumenten in Flugzeugen. Jesse verwendet hier einen Kurskreisel und führt damit mehrere Versuche durch. Sein Ergebnis, die Erde dreht sich mit rund 15 Grad pro Stunde. Jetzt hast du also gleich zwei Belege dafür gesehen, dass die Erde nicht stillsteht. Übrigens ist die Drift durch die Erdrotation unter anderem auch mit ein Grund dafür, dass man den Kurskreisel regelmäßig nachjustieren muss im Flug, entweder manuell oder automatisch. In Lehrmaterial von Flugschulen oder Lehrbüchern zur Flugtechnik findet man entsprechende Hinweise. Ich zitiere mal aus den Instrumentenlehrinhalten der Bundesfachschule für Flugtechnik. Dort steht zum Kurskreisel: Infolge der Erddrehung und oder bei Ortsveränderung entlang eines Breitenkreises wandert die Drehachse eines Kurskreisels scheinbar seitlich aus, in Klammer Drift. Der Pilot muss den Kurskreisel daher laufend nach der Magnetkompassanzeige korrigieren, in Klammer in Polnähe größte, am Äquator keine Drift. Wenn du das nicht glaubst, dann frag doch einfach mal bei einer Flugschule nach. Damn, eine richtig fantastische Idee. Und ja, ich weiß, dass Flacherdler gerne versuchen, Gyroskope für ihre Zwecke zu missbrauchen. Ich habe einen ganz normalen 10. Klasse Abschluss und den auch nicht sehr gut. So eher so mittelmäßig, weil ich damals schon gemerkt habe, dass Schule, da stimmt irgendwas nicht. Ne? Ich bin auch nicht gern zur Schule gegangen. Weißt du, wie viele Mal ich die Schule geschwänzt habe? Das kannst du dir nicht vorstellen. Lass mich doch ausreden! Zeugnet! Ja, das hat dann nicht sehr lange gedauert und mir ist halt schlicht und einfach klar geworden, dass das mit der Kugel nicht funktionieren kann. Und es ist schlicht und einfach so, dass die Offenkundigkeit der flachen Erde halt immer mehr zunimmt. Das Prinzip wird durch ein Gyroskop verteidigt. Das sind alles Beweise für die flache Erde. Da werden entweder unbrauchbare Spielzeuggyroskope verwendet, die einfach nicht präzise genug sind, oder Kurskreisel, die nicht ausbalanciert wurden. Natürlich gibt es auch noch den künstlichen Horizont, der bei Flacherdnern sehr beliebt zu sein scheint, wie etwa dieses TikTok-Video zeigt. Die Eigenschaft dieses Geräts, des Kreisels, ist, dass es seine Ausrichtung im Raum beibehält. Nehmen wir an, ich fliege gleich von den Niederlanden nach Australien. Und hier ist mein Gyroskop, der virtuelle Horizont, der senkrecht zur Mitte ist. Das Instrument nennt man künstlicher Horizont, nicht virtueller Horizont, aber egal. Ich wähle die Buchstaben BL für blau für die obere Hälfte des virtuellen Horizonts und BR braun für die untere Hälfte verwenden. Denn blau ist die Seite, auf der der Himmel ist, und braun ist die Seite des Bodens darunter. Der Kreisel bleibt immer in seiner ursprünglichen Ausrichtung im Raum. Wenn ich also mein Ziel in Australien erreiche, ist die Ausrichtung des Kreisels immer noch dieselbe. Und die obere blaue Seite bleibt immer noch blau und die untere Seite bleibt immer noch braun. Es gibt also kein plötzliches Umdrehen in einem bestimmten Moment. Und dies war der Moment für mich, in dem ich dachte, oh Mann. Warum habe ich das nach 25 Jahren Fliegen nie bemerkt? Und das zeigt, wie indoktriniert wir alle sind. Das zeigt meiner Meinung nach eher, dass sie in der Flugschule wohl geschlafen hat. Der künstliche Horizont ist nämlich nicht einfach nur ein Gyroskop, er verfügt auch über einen automatischen Aufrichtungsmechanismus, der sich am Schwerefeld der Erde orientiert. Wolfi 6020 hatte das mal an einem echten künstlichen Horizont demonstriert. Hier zeigt er zuerst, dass der künstliche Horizont korrekt funktioniert. Das Gerät zeigt wie erwartet die Neigung an.
Anschließend stellt Wolfi den künstlichen Horizont bewusst schräg ein. Hätte diese Pilotin recht, würde der künstliche Horizont genauso verharren. In der Realität sehen wir aber, dass hier nach rund 10 Minuten der künstliche Horizont seine Ausrichtung von selbst wieder korrigiert hat. Was lernen wir daraus? Mit einem künstlichen Horizont kann man keine flache Erde beweisen. Du hast also hoffentlich gesehen, dass an den Flacherdbehauptungen nichts dran ist, wenn man sie mal genauer unter die Lupe nimmt. Deine Forderung habe ich erfüllt und dir gleich mehrere Belege dafür geliefert, dass die Erde sowohl kugelförmig ist, als auch rotieren muss. Aber ich verlange natürlich nicht wirklich, dass du mir jetzt 5000 Euro zahlst. Warum solltest du mich bezahlen, nur weil du Bauernfängern auf den Leim gegangen bist und ihnen anscheinend alles geglaubt hast mit ihren Flacherdmärchen? Machen wir es doch so, streichen wir erstmal zwei Nullen. Ich habe Nullen weggemacht. Den verbleibenden Betrag spendest du an ein Tierheim, okay? Dann sind wir quitt. Und glaub in Zukunft bitte nicht ungeprüft alles, was du in irgendwelchen Flacherdvideos siehst. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Video soweit gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder ein Abo freuen. Vielen Dank auch an die Kanalmitglieder und Patrons. Wenn ihr meinen Kanal auch unterstützen wollt, findet ihr Links in der Beschreibung. Vielen Dank. Also macht's gut. Abonniert Flo Plus, Leute. Abonnieren, abonnieren, abonnieren.